fast visafrei nach Kaliningrad. Berechtigte und unberechtigte Hoffnungen. Knapp 4 Monate müssen Ausländer noch warten, bis sie in den Genuss des elektronischen Visums für das Kaliningrader Gebiet kommen. Viele Fakten sind schon bekannt, aber der wichtigste Fakt, welches Land in den Genuss und welches Land nicht in den Genuss der de facto Visafreiheit für Kaliningrad kommt, ist noch nicht bekannt. Fassen wir noch mal kurz zusammen, um was es geht. Zum 1. Juni 2019 wird es Ausländern möglich sein, über die Internetseite des russischen Außenministeriums ein elektronisches Visum zu beantragen. Man kann es frühestens 20 Tage vor Reiseantritt beantragen und spätestens 3 Tage vor Reiseantritt. Die Einreisebestätigung erhält man vom russischen Außenministerium innerhalb von 3 Kalendertagen, also auch am Wochenende und an Feiertagen. Entweder in elektronischer Form oder als PDF-Ausdruck, je nach Wunsch. Das elektronische Visum ist kostenlos. Man benötigt keine Einladung und keinen Unterkunftsnachweis. Das Visum hat eine Gültigkeit von 1 Monat und man kann sich innerhalb dieses Monats 8 Tage ohne Registrierung im Kaliningrader Gebiet aufhalten und sich frei bewegen. Neben einem gültigen Reisepass ist noch eine Auslandskrankenversicherung nötig und die grüne Versicherungskarte mit Russlandgültigkeit, wenn man für die Einreise ein Fahrzeug nutzt. Kurz zusammengefasst bedeutet diese Regelung, die bereits für Vladivostok funktioniert und Schritt für Schritt auf ganz Russland ausgedehnt werden soll, Visafreiheit für Kaliningrad. Die am häuslichen PC vorzunehmenden Formalien sind denkbar einfach und verursachen keinerlei Kosten oder irgendwelches Kopfzerbrechen. Was ist noch nicht bekannt? Noch nicht bekannt ist, welche Grenzübergänge im Kaliningrader Gebiet für dieses elektronische Visum freigegeben werden. Dass der Airport dazu gehört, nicht viel Fantasie. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehören zu den Grenzübergängen auch Mamonova 1 und Mamonova 2. Alle anderen Grenzübergänge sind mit Fragezeichen versehen. Wobei ich behaupten möchte, dass nicht alle für das elektronische Visum eingerichtet werden. Noch ist nicht bekannt, ob man für die Ein- und Ausreise verschiedene Grenzübergänge nutzen kann. Also zum Beispiel mit dem Flugzeug einreisen und mit dem Bus wieder ausreisen. Noch nicht bekannt sind die Länder, die in den Genuss des elektronischen Visums kommen. Hier spielen politische Fakten eine Rolle. Persönlich bin ich überzeugt, dass natürlich das elektronische Visum für Deutschland eingeführt wird. Wenig Zweifel habe ich auch an Italien, Frankreich, Spanien und viele weitere Länder der Europäischen Union. Große Zweifel habe ich, dass Bürger der Länder Polen, Litauen, Lettland und Estland in den Genuss dieser de facto Visafreiheit kommen werden. Insbesondere Polen, welches vor rund 3 Jahren einseitig den Vertrag über den kleinen visafreien Grenzverkehr mit Kaliningrad aufgehoben hat, wird wohl vergebens auf der Liste der Länder suchen. Zumindest ist dies meine Überzeugung. Vielleicht aber wirkt auch hier der von Präsident Putin immer wieder angemahnte Pragmatismus. Die polnische Generalkonsulin in Kaliningrad, Frau Nowakowska, hat die Hoffnung noch nicht verloren. Sie erklärte gegenüber Kaliningrader Medien, dass eine große Anzahl polnischer Touristen nach Kaliningrad kommen werden, wenn das elektronische Visum eingeführt wird. Was sie allerdings unter polnische Touristen versteht, blieb offen. Die Kaliningrader wissen bereits, dass polnische Touristen die Tankstellen und die Tabakgeschäfte als Reiseziele wählen, um anschließend die Grenzübergänge bei der Rückreise zu verstopfen. Die polnische Generalkonsulin erinnerte an die guten Zeiten zur Fußball-Weltmeisterschaft, wo die Polen problemlos ein- und ausreisen konnten. Und sie freute sich, dass das Visum auch kostenlos ist und viele Polen sich dann eine Reise nach Kaliningrad leisten können. Steht natürlich auch umgekehrt wieder die Frage, ob denn die Visagebühren, die für Kaliningrader Bürger genauso teuer sind, wenn sie in die Europäische Union reisen wollen, auch abgeschafft werden. Oder ob es bei dem einseitigen Schritt Russlands bleibt.